Ich möchte dir jetzt hier noch was zeigen. Und zwar kannst du wieder für die nächste Folge Frisur und Kleidung aussuchen. Und ich zeige dir jetzt einmal mal, was es so gibt. Ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakash und du siehst Disney-Prinzessin, mein märchenhaftes Abenteuer. Und ich gehe jetzt hier in das zweite Kapitel von Ariel hinein. Du bist es. Oh, ich bin ja so froh, dass du wieder da bist. Ich auch. Ich hatte gehofft, wir könnten noch ein Abenteuer erleben. Genau das habe ich auch gedacht. Wenn wir eine Möglichkeit finden, an diesem ekligen Seegras vorbeizukommen, könnten wir im Boot nach Menschenzeug suchen? Oh, ich weiß, wie wir dieses Seegras loswerden. Einen kleinen Moment. Verwende den Zauberstab, um die Kobolde in Elfen zurückzuverwandeln. Das mache ich. Ich habe mich jetzt umgezogen ein bisschen. Also ich habe die Haare jetzt ein bisschen geändert und... Oh, nee, anderen. Die Haare ein bisschen geändert und... Ja, ein anderes Kleid, das sieht man jetzt hier natürlich unter Wasser nicht, ne? Habe ich ein bisschen geändert. Und ich bin jetzt hier hinein, die müssen ja auch du weg, ne? Cinderellas blauen Kristall, um diese ich bin jetzt hier, habe mich so ein bisschen wie Ariel angezogen jetzt. Da geht es noch gar nicht lang. Weil ich gedacht hatte, das passt ganz gut. Ihr durftet nämlich in der letzten Folge entscheiden, was ich als nächstes machen soll. Und ob ich mir Kleidung holen soll oder... Achso, ich dachte, das kann ich hier... Gehst du weg, du Kobold. Du gemeiner Kobold. Hier, da muss ich mich jetzt so drehen, ne? Ach, da, direkt da drüber. Und ihr habt euch gewünscht, dass ich Ariel weiterspiele. Jetzt hat mir jemand unter ein anderes Video drunter geschrieben, die liebe Kiki war das, dass sie das ein bisschen doof findet, dass ich hier die Kristalle und so immer einsammle. Oh, was ist... Der hat hier so ein... Geh da weg, du Kobold. So, komm her. Zack, nicht erwischt. Dass sie das doof findet, dass ich die Sachen immer einsammle, die ganzen Diamanten und so, weil sie das stört. Du hast es geschafft. Jetzt können wir gehen. Fabius. Oh nein. Ich habe Fabius versprochen, ihm bei der Schatzhöhle zu helfen. Aber wenn ich jetzt gehe, schwemmt die Strömung vielleicht ganz viel tolles Menschenzeug ins Boot. Wenn du willst, kann ich Fabius helfen, während du die Schätze herbringst. Oh, das wäre großartig. Vielen Dank. Fabius wartet in den Höhlen in der Nähe vom Thronsaal und dem Theater auf dich. Ja, dann gucke ich mal. Und, achso, da muss ich jetzt erst runter. Ich sehe schon. Und, ja, dass das nervt, wenn ich hier die Diamanten einsammle oder auch wenn ich bei Monster High die Geistermünzen einsammle, dass das nervig ist und dass ihr das eigentlich nicht sehen wollt, wie ich da irgendwelche Sachen einsammle. Ich möchte dazu sagen, für mich gehört das zu dem Spiel dazu und ich möchte mir gerne Kleidung kaufen und Frisuren kaufen. Bei Monster High geht es ja dann auch so um die Klamotten und so und die möchte ich einfach gern haben. Ich kann gerne schauen, ich muss da runter, ich kann gerne schauen, dass ich nicht jeden Einzelnen mitnehme. Das muss nicht sein, aber doch für einige möchte ich einfach mitnehmen, weil ich habe jetzt auch neue Kleider und Frisuren geholt, damit ihr dann einfach die passenden Sachen aussuchen könnt. Das finde ich schon ganz schön. Du kannst ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob dich das stört, wenn ich die Sachen einsammle oder nicht. Wenn das viele Leute stört, dann würde ich das natürlich nicht machen, aber dann kann ich eben auch keine Kleider und keine Klamotten holen. Das ist dann so. Oder weniger, ne? Das geht dann halt nicht so viel, weil mir die Sachen dann fehlen. Aber dann würde ich das natürlich weglassen, wenn ihr sagt, ihr wollt das gar nicht sehen, dass ich hier die Diamanten einsammle. Obwohl, ich bin ja sowieso auf dem Weg jetzt, ne? Denn also schreibt das einfach mal unten rein in die Kommentare, das interessiert mich mal. So, und jetzt muss ich da hoch in den Thronsaal. Guck mal, da fehlt mir auch noch der Kristall, der ist von Cinderella, der blaue. Guck mal, wo bin ich hier denn? Das ist ja schön hier auch. Guck mal. Oh. Aber ich muss da hoch und das mache ich jetzt auch, bevor Sebastian da ganz, ganz traurig ist und alles ganz fürchterlich ist. Einmal hoch. Und... Ach, Fabius. Zu Fabius muss ich gar nicht, zu Sebastian. Aber ich habe Sebastian doch weinen gehört gerade. Hallo, Fabius. Fabius wartet in den Höhlen in der Nähe vom Thronsaal und dem Theater. Ja, ich bin schon da. Ich krieg das hin. Wow, du bist zurück. Das ist der
Das ist großartig, denn die Kugelfische und alle bewachen die Schätze und ich möchte sie unbedingt für Ariel bergen. Aber ich bin leider etwas erkältet und... Schon gut, Fabius. Ich bin hier, um dir zu helfen. Puh. Ich meine, cool. Wenn du die Schätze birgst, bring ich sie in die Schatzhöhle. Sehr gut. Einverstanden. Sammle alle Schätze auf und bring sie zu Fabius zurück. Nimm dich vor Kugelfischen und Aalen in Acht. Ja, das mache ich. Der Fabius hat ein wenig Angst, ne? Ja. Oh, da muss ich aufpassen, dass mich die Kugelfische nicht erwischen. Ich schwimme mal hier hoch und guck mal. Da ist was. Guck mal, das schnapp ich mir jetzt. Jetzt muss ich da vorsichtig wieder runter und jetzt darf ich mich nämlich nicht erwischen lassen. Oh, schnell. Oh, oh, oh. Puh, das ging gerade nochmal gut. So, einmal. Und, oh, hallo, die blöden Muränen. Hier ist eins. Oh, oh, schnell, schnell. Guck mal, ein Globus, das ist cool. Ich hatte früher... Ah, nein, wieder vom Kugelfisch erwischt. Ich hatte früher... Oh nein! Der bringt den da wieder weg. Wie gemein. Ich hatte früher einen beleuchteten Globus. Der war total cool. Oh Manno! So. Hier, Fabius. Oh. Jetzt noch die eine Sache. Die ist da oben. Ich schwimme da ganz schnell hoch. Oh. Geh weg, du Kugelfisch. Ich muss da hoch. Da ist noch was. Ein was. Guck mal. Hurra. Ich glaube, ich gehe hier runter. Das ist sicherer hier, oder? So. Der kommt nämlich gar nicht bis dahin. Und dann kann ich hier nämlich jetzt runterlassen mich. So. Gut, bitte. Boah, wow, das war wirklich tapfer. Ariel wird das Zeug lieben. Ich muss mir nur überlegen, wie ich es an Sebastian vorbeischmuggle. Hey, meinst du, du könntest mit ihm reden, während ich das hier in die Schatzhöhle bringe? Sicher. Liebend gern. Könntest du Sebastian helfen? Er ist bei der Höhle, die neben der Schatzhöhle liegt. Na klar, das mache ich doch sehr gerne. Ich guck mal, wo ist denn da hoch? Sebastian, wo bist du? Obala. Wo? Ah, ich höre ihn schon reden, ja. Ich höre ihn schon reden. Der macht sich ja immer ganz viel. Ich wollte gerade sagen, der macht sich immer ganz viel Sorgen und ganz viel Gedanken. Oh, oh, obala. Wo ist er denn? Da. Und so. Ich bin gleich bei dir, Sebastian. Guck mal. Oh, was mache ich denn jetzt? Diese Fische sollten doch die Palasttore bewachen. Aber jetzt stecken sie in diesen Blasen fest. Wenn der König am Tor ist und die Fische nicht da sind, ist deine Krabbe arbeitslos. Oh. Ich glaube, ich kann dir helfen, Sebastian. Warte hier. Bring drei oder mehr Blasen derselben Farbe zusammen. Drücke die linke und rechte Pfeiltaste, um zu zielen, und die Leertaste, um abzufeuern. Ja, mache ich. Das ist wieder ein Bubble-Spiel. Guck mal. Gab's ja schon mal eins, ne? So. Aber die sind nicht so schwer, gell? Die kann man gut schaffen, die Bubble-Spiele hier. So. Runde 2. Oh, das sieht schon ein bisschen komplizierter aus. Ich nehme erstmal das. Oh nein, wo mache ich die denn jetzt hin? Na, die kann ich ja gar nicht brauchen. Na gut, dann pink. Das kann ich immer noch nicht brauchen. So, jetzt. So, dann nehme ich die Türkisen jetzt erstmal weg. Oh, jetzt geht es schon eine Etage drunter. Guck mal an. So. Ach ja, da lösen sich die eh nicht auf, die da drunter sind. Stimmt ja. Das war ja hier ein bisschen anders. Aber macht ja nichts. Anna, toll. Da ist natürlich jetzt ein bisschen doof, ne? So. Noch einer gleich. Ja, Türkis, weil ich die gar nicht brauchen kann. Grün, genau. Grün ist besser. Grün kann ich besser gebrauchen. So. Das Pinke. Ob ich die da hinten hinkriege, ich glaube das nicht. Nein, ich dachte es mir schon, dass das nichts wird. Na. So. Ah, hier. Zack. Da muss ich die Pinken so nebeneinander. Aber das macht ja nichts. Ich komme da hinten nicht hin mit meiner Pink. Das ist doof. Ich
bräuchte erstmal so ein... Genau. Oh, oh. Oh, 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 oh. So ein. Und dann so. Und jetzt kann ich die Pinken auch gebrauchen. So. Und zack. Runde 3. Oh, das ist jetzt bestimmt die... Oh, da muss ich jetzt aufpassen. Das war eine Knallerei. Drei Blasen derselben Farbe zusammen, damit sie platzen. Ja, das mache ich doch. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder doch, oder nee? Finde ich nö. Ich finde, es wird schon. Wird schon klappen. So, guck mal, jetzt möchte ich versuchen, die so dazwischen, oder? Ha, dass nämlich beide weggehen. Vielleicht geht es hier auch, aber ich glaube, da wird das schwerer. Nee, leider nicht. Vielleicht kann ich hier... Na gut, die grüne. Und dann ist da noch mal türkis. Und nochmal türkis. Ich möchte eigentlich erst die violetten oder blau oder was das ist da. Ja, violett eher. Fliederfarben. Die will ich eigentlich, hätte ich die erst gerne weg gehabt. Hier die. Die waren mir im Weg. So, jetzt die hier. Guck mal. Und dann noch das. Geschafft. Oh, vielen Dank. Danke, junge Dame. Jetzt muss ich nur dafür sorgen, dass die Fische vor dem König am Tor sind. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Wenn du immer noch in großzügiger Laune bist, könntest du bitte Ariel suchen? Ich glaube, sie hat im Theater etwas vor. Also, das sage ich dir. Das Mädchen gerät schneller in Schwierigkeiten, als ein Hai einen Oktopus verschlucken kann. Ja, da gucke ich natürlich. Alles klar. Ariel wartet im Theater auf dich. Ja, da schaue ich sehr gerne nach, was die Ariel da im Theater macht. Aber ich möchte dir jetzt hier noch was zeigen. Und zwar kannst du wieder für die nächste Folge Frisur und Kleidung aussuchen. Und ich zeige dir jetzt einmal mal, was es so gibt. Also hier ist es ja kein Kleid, ne? Hier ist es ja dann eher die Farbe der Schwanzflosse sozusagen. Und einmal hier rein. Look zusammen. Ich habe jetzt alle Frisuren schon gekauft. Ich zeige sie dir jetzt alle einmal und dann kannst du mir unten in die Kommentare schreiben, welche Frisur ich das nächste Mal tragen soll. Einfach von 1 bis 8. Ne? Das ist Nummer 1. Das ist 2. Ich drehe sie mal so ein bisschen. So vielleicht. 3. 4. 5. 6. 7. Oder 8. Also, und dann natürlich kannst du dazu passend auch die Haarfarbe aussuchen. Das sind die Haarfarben, die du hast. Also hellbraun, dunkelbraun, gelb, blond, orange, pink, blau, grün. Welche Farbe du da schön findest, schreib mir das einfach in die Kommentare für die nächste Folge. Und jetzt noch die Farbe für die Flosse und das Oberteil. Du kannst dir aussuchen, welche Farbe das Oberteil haben soll. Und da kannst du mir einfach reinschreiben. Pink oder lila oder orange, türkis oder grau oder weiß. Welche Farbe du da schön findest. Such dir einfach eine aus und schreib mir das unten in die Kommentare. Schreib aber dazu Oberteil, ne? Oberteil und dann die Farbe. Und dasselbe natürlich auch nochmal für die Flosse. Und da schreibst du dann einfach hin, Flosse in schwarz, türkis, orange oder pink und so weiter und so fort. Und dann werde ich das nächste Mal machen. Und dann kannst du aussuchen, wie unsere kleine Prinzessin in der nächsten Folge aussehen soll. Jetzt danke ich dir sehr fürs Zuschauen. Wenn es dir Spaß gemacht hat, dann lass mir gerne ein himmlisches Däumchen da. Ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Deine Damakash.